So, Pokémon Schwert ist am Start. Wir sind heute auf der Route 4 zu Gast. Jo. Erstmal begrüße ich hier ein kleines Item. Und zwar ein Energiestaub. 60 KP. Oh, immerhin. So, okay. Dann fangen wir an. Es sind einige Trainer und einige Pokémon auf jeden Fall hier zu finden. Diese Route ist nicht ganz. Nicht besonders kurz. So, fange ich an mit der Mautzi. Allerdings mit der Regionalform, also der Gala-Form. Gala-Mautzi müsste dann irgendwann für einen Stahl-Pokémon, glaube ich. Also nicht mit normal, sondern mit Stahl. Na gut. Und der Anteil ist gegen Wasser, wahrscheinlich. So, also nicht wirklich eigentlich. Der Wasser braucht ja Stahl normalerweise an, oder nicht? So. Ach, scheiße. Eigentlich wollte ich Dings einsetzen, Wurpix einsetzen jetzt, aber irgendwie will das, wollte das nicht. Und dieses Netpo. Das Netpo setzt Konfusion ein. Und es reicht aber nicht. Oh, alles ja, der hat 21, 4 bei 18, Kerala 16, Kapuni Level 16. Und es lernt dann auch noch Schlafpuder. Was ist eure Giftpuder? Paralyse oder Schlaf? Paralyse oder Schlaf? Wir nehmen den Gift raus. So. Und den Stand verlieren. So, brauchen wir nicht. Wir kriegen unser Bumpen noch später. Samuzel! Können wir erst mal unsere Feuerattacke einladen. Aber es reicht. So, der Züchter ist besiegt. So, wir haben hier Voltenso. Ein Quatsch, Voltenso. Fritzelwitz natürlich. Voltenso ist die Weiterentwicklung. Ein Elektro-Pokémon. Hier gibt es noch mehr auf jeden Fall. Gibt es noch Pikachu und. Na, wie heißt es hier? WhatsApp. Jetzt setze ich Jaula ein. Boah, Pokébälle, also ich muss überladen. Ich würde gerne auch alle Pokémon fangen. Ja, ich habe auch gut, ich habe noch ein paar Superbälle. Erstmal nehme ich dieses 14. So. Habe eine PC-Box. So. Da hinten ein paar Pikachu-Trainer ist. Setze ich mal mein Pampuli nach vorne, weil ist das unten? Was ist denn da unten gewesen? Im Molga? Kann das gewesen sein? Na ja, gut. Du hast auf jeden Fall erstmal ein Pikachu. Klar, dass ich das Wasser-Pokémon nach hinten ziehe jetzt. Erstmal mit der Bambuli weitermachen und der Dampf halt. Dann kannst du mir nicht mit der Elektro-Attacke gehen. Und du tust mich jetzt immer noch nicht. Ich will hier nicht. So, das Pokémon ist besiegt. Und jetzt frage ich mich, was du bist. Achso, ist ein Boldi. Okay. Ich war jetzt auf dem Molga oder Tolga Maru, eine von den beiden. Aber Voldi haben wir. Ja, haben wir. Okay. Den Voldi haben wir ja auf Route 1 oder 2 gefangen. Sehr, sehr früh. Und da hinten ist ein Pokémon, das wir noch nicht gefangen haben, nämlich dieses Prinzum eigentlich verfolgt.
Und zwar ein Irbis. Ein Pflanzengeist-Pokémon. Oh, das war wieder. So, Konfliktstrahl wirkt nicht. Kann man super da. Den hätte ich schon nicht so gleich. Ich versuche das so zu finden. So, der ist ein bisschen in der Box. Ja. 17 Pampuli, 17 Möbix. Wie gesagt, das sind halt die hier. Also, da bin ich jetzt erstmal über Pokémon dabei, damit ich alle Typen abgedeckt habe. Ja, das ist die Box. Okay, weg damit. So, wieder 20 Geist ist das. Okay, nein. Ja, jetzt möchte ich so von mir. Du möchtest kämpfen, ha? Huh? Nur Trainer. Ah gut, perfekt, wir haben einen Pulli vorne. Falls er will, sollte es kein Problem sein. Also noch eine kurze. Ja, doch. Hier auch mal so kein Problem sein. Weil du trotzdem ist, glaube ich, vom Typ Wasser und Pflanze. Und damit auch nicht mit richtig viele Typen schlagbar. Deswegen geht's auf Säure. So, das war dein Absorber. So, das ist jetzt auch weg. Okay. Energiestab, dann hole ich mir hier oben noch das. Ja, wir sind noch ein paar Trainer zu tun, ne? Einen spitzen Schnabel. Ein Sonderbogen, cool. Hoffen wir doch nicht hinterher. Nein, ist wahrscheinlich nicht. Es läuft am Trainer dran hinterher. Ja, da sind viele Elektro-Pokémon drin. Ja. So. Hier haben wir ja, glaube ich, alles jetzt. Ja, weil die haben wir jetzt. Ich stehe hinter der Mauer. Ah, ne, da oben ist noch ein Item. Scheiße. Ich nehme noch mit. Weil die, das habe ich schon. Ja, ich glaube, das ist so vom Trainer, von der Entdeckung her, die größte Route. Mit einer der größten Routen. Hier liegt noch ein Schutzband. Und da läuft ein Pikachu rum. Und auch Pikachu ist eigentlich nicht so häufig zu finden hier. Ich glaube, auch die Chance liegt bei mir bei 4% nach Edition, bei Evoli sind sie ohne Einfluss. Stampfer. Ich habe irgendwie versucht, Versuche zu fangen. Ich darf ihn nicht fangen. So, ja, wunderbar, dann nehmen wir das mit. Verkehrer
Sorry, aber Pikachu muss ich mir gerne mitnehmen. So, dann haben wir hier links noch einen Trainer. Den ich gerade aber immer gekonnt ignoriere, weil ich vermute, dass hier oben noch ein Item liegt. Ja, und zwar oh, die, also wenn die nicht also penetrant hinterher rennen würden teilweise. Weil das habe ich jetzt gerade schön schön überrumpelt hier. Ja, bitte willst du jetzt einfach mal normal. Und da ist ein Pokémon, was mir noch nicht reinlaufen muss. Also ein Mauzi. Das war ein Kala-Mauzi, das haben wir ja schon gesehen. Das Trainer da eben. Die hat ja eins. Und ich werde es mir auf jeden Fall fangen. Wenn der Doppelkick jetzt nicht reinläuft. Zumindest für den Eintrag. So, da ist es drin. Jetzt ist das drin. Der Level ab. Mal das Pokémon in die Box schicken. Ich weiß gar nicht, wie viele mittlerweile haben. Ich guck mal keine rein. Gefangen 30, gesehen 45. Okay, 30 Pokémon haben wir schon mal gefangen. Ob ich den Pokédex vervollständigt bekomme, weiß ich nicht. So, das haben wir. Die Diktats haben wir ja schon gefangen, haben wir einen ja in der Galabino gefangen eben. Also nicht eben, sondern in der letzten Folge. Und dann haben wir ein weiteres neues Pokémon, den Chocomil. Kannst du vom Pokémon normal. Und das ist eines der Pokémon, je nach Item, oder je nachdem, welches Item man ihm gibt. Ich hab das. Dann kann eigentlich nicht viel. Ich glaube sogar, du kriegst es sogar hier gefangen. So, dann hau ich dir noch einen Stampfer drauf, dann müsstest du auch weg sein. Ja. Das ist wieder besiegt. Da sind alle Ecken abgegrast. Aber hier. Ach so. Okay. So, jetzt gucke ich gerade, ob ich noch hier alles abgearbeitet habe, weil hier sind nämlich auch noch ein paar Sachen. Also, wie befindet sich hier ein Trainer? Und das wie befindet sich immer noch hier ein Pikachu. Ihr wisst, das Pikachu ist mir gerade herzlich egal, ich hatte eins. Aber wenn du reitest jetzt mein Lieblings-Pokémon, dann möchte ich das diesmal nicht ins Team nehmen. So, du hast ein Evoli. Greift man mit dem Doppelkick an, aber erstmal greift es vor mit Kulleraugen. Das sind, glaube ich, unser Angriff. Ja. Also, wie nicht ideal. So, und das ist noch Wurzel hinterher. Ja, tschüss. Evoli ist down. Haben wir Evoli. Danach spielen wir nämlich jetzt vor Evoli. Wenn wir fertig sind mit der Edition. Und dann müssen wir mal gucken. So. Ich guck gerade, ob ich hier noch alle Items habe. Und du bin ich hinterher. Ich hasse das, wenn die von zwei Seiten dann auch noch auf einen zugelaufen kommen. Zwei Seiten auf einen zu und dann lassen sie einen nicht mehr fliehen. Ich bin gerade mal, weil ich will die zu Ende haben.
Und jetzt komme ich den Trainer noch, nehme ich den Trainer noch mit. Und da müssen wir also eigentlich tatsächlich wieder durch haben, die Route. Jo, what's up? Ich weiß jetzt trotzdem mit dem Dampf, weil ich da eigentlich weiß, dass ein Typ Elektro-Käfer ist. Ach, die Wattentwicklung haben wir schon in der Naturzone gesehen. Voll cool. Ist vom Typ Käfer, glaube ich. Einlöchern. So, und das Poké gibt es besiegt. Boah, Leute, Alter, übertreibt's nicht. Ich war jetzt mal ganz kurz vier Pokémon hier gesehen haben da. Rein, weil ich habe da noch was gesehen, und zwar ein Item, und zwar das Vitalkraut, was hier liegt noch. Oh, dann geht diese Route dahin los. Ja, ich finde das halt teilweise schlimm, wenn die auf einen Zugesturm kommen. Hey, bist du hier? Wally? Hallo? Oh oh. Out. Oh je, ist alles in Ordnung? Es hat einen ganz schönen Knall gegeben. Warte mal, du bist ein Arena-Challenger, oder? Nein? Ah, nimm was uns vor. Ich hab die doch vor der Öffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Jaro. Ich bin einer der Arena-Leiter am Spezialgebiet zum Pflanzen-Pokémon. Ich muss sagen, ich bin auf dich schon besonders gespannt. Schließlich treffe ich alle Tage auf einen Trainer mit einem Telefon-Champ. Du findest mein Stadion links von dir. So, jetzt bist du artig und komm schön zurück zum Stadion mit mir, Freundchen. Ich will nicht, dass die Arena-Challenger so lange auf uns warten müssen. Genau. So, dann haben wir das Woli. Erfolgreich geil. Ja, Woli ist cool. Also von sich her, von der Art her einfach. Aber als Pokémon im Kampf ist es eigentlich nutzlos. Sagen wir es mal so. Es ist nicht besonders stark, auch die Weiterentwicklung ist nicht besonders stark. Und hier ist noch Hopf. Lass mich gerade, wenn es das okay ist, kämpft. Schau mal, das ist der Ritterschein von Tüffel. Wir sind gleich da. Ja, das ist mir übrigens schon aufgefallen. Also Arena-Leiter Jaro ist wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schon viel. Sieht aus, als müssen wir eine Weile warten, bis so ein Schaden etwas weniger andrang ist. Ey, da ist nichts los? Da ist nichts los? Achso, Sadia hat ja auch hier gesucht. So würde ich fast fragen. Mich hat sie ja auch schon damit genervt, aber ich habe nicht jetzt gestartet, was ich von ihr wollte. Ja, das ist ja viel Glück. Die Lüge nicht zu verfinden ist, dann ist ein Blick auf deine Karte. Und das Woldi. Das dürfte von mir das Woldi wahrscheinlich sein. Ja, genau, das ist es ja. Am besten folgst du ihm einfach. Das ist der geborene Wegweiser. So, ich will mein Team kurz auch schnell heilen und dann machen wir da weiter. In der nächsten Folge dürfte dann sich dann auch das erste Mal in der Arena. In die Arena. Team ein. So, Pokémon wieder fit. Sehr schön. Ja, ich weiß, dass man da was finden kann. Das machen wir dann auch noch irgendwann. Das machen wir dann bald. So. Wir sollen ja von hier noch schnell treffen. Die möchte nämlich auch noch was von uns. Wie gesagt, ich möchte in der nächsten Folge gerne in die Arena. Und da ist noch ein Item. Das nehme ich noch schnell mit hier. X-Angriff. Okay. Nehmen wir mal. Dann gucken wir hier schon nochmal.
Steht auch noch, ja? Wieso rätselhafte Steigebilde? Wurden sie von Menschen aus geschaffen oder von Pokémon? Da ist noch ein Item. Ein Blattschein. Ja gut, damit könnte man theoretisch Miraflame, wenn sich das in Dunkel weiterentwickelt, ja, zu Giefer entwickeln. Aber wir wollen ja ein anderes Pokémon nehmen. Danke, Waldi. Ah, super, dass extra vorbeigekommen ist. Auch mal hier eine Meinung. Okay. Siehst du die Figuren auf dem Hügel? Das sind Bundesheitsstück, aber Geoglyphe. Weißt du, was das darstellen soll? Viel zu Nacht. Hey, guter Cut. Und das, obwohl die Linien, die den schwarzen Wirbel darstellen, so fast verwittert sind. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Gala und gigantische Pokémon begannen in der Region zu finden. Die Leute nannten den Wirbel viel zu Nacht. Was? Was mag das wohl gewesen sein? Was hatte das Wirbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Frage der Fragen. Was aussieht, das ist mein Job, Antworten auf sie zu finden. So viel Arbeit, weil meine Großmutter mir jetzt Gewissen gebildet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier, wir nehmen das Dankeschön, diese Liga-Karte. Von Yaro. Yaro, der Arena-Leiter von Türfeld, ist auf Pflanzen und Pokémon spezialisiert. Feuer, Käfer und Flugattacke sind in Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, falls du es noch nicht wusstest. Oh, und nehmen die hier mit, dass seine Pokémon den Kampf gegen Yaro schlapp machen sollten. Ja, wir kriegen zwei weitere Beleber. Ja. Okay, und zeig dir im Stadion von Türfeld, was du auf dem Kasten hast. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Weil die Folge ist schon verdammt lang. Wir haben viel erlebt. Das heißt, vielleicht haben wir die rote 4 abgearbeitet. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen kleinen Break. Hab hier noch irgendwas übersehen, was itemmäßig ist. Und zwar da vorne noch eins. Das nehmen wir mal mit. Das sind noch ein Doppelleber. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie haben wir hier? Ja, aber der nicht so hart auf den Feldern. Das ist doch wunderschöne Blumen. Ja, klar. Er ist ja Meister mit Pflanzen-Pokémon. So, da kommen wir nicht weiter. Und da steht der gute Hopp. Den lassen wir aber jetzt links liegen. Oder hinter uns stehen, wie auch immer. Und wir machen hier einen kleinen Break. Wir machen hier Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann geht's in die heiße Arena. Bis dahin. Tschüss.